Mit der neuen Ausstellung Umprägung des Augenblicks lädt das Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern dazu ein, die facettenreiche zeichnerische Welt von Hans Schimanski zu entdecken. Seinen Kosmos, seine Linien, seine Bewegung, seine Geste, die sich auf dem Blatt Papier immer wieder neu manifestiert. Sei es mit Bleistift oder mit Pinsel oder mit Feder. Einige der Arbeiten sind ausgesprochen kraftvoll, lebendig. Andere sind wieder hochfein und zart. Manche lassen Assoziationen zu, wie hier oben zum Beispiel, an Segel oder andere an Blüten, an Landschaften, sehr häufig an Landschaften. Andere wiederum sind ganz stark geometrisch oder sagen wir besser ornamental strukturiert. Und diese Vielfalt und das Ineinandergreifen der unterschiedlichen Motivmöglichkeiten und Gruppen, das macht die Ausstellung unglaublich lebendig. Sehr viele seiner Zeichnungen, das sehen wir ja auch hier im Hintergrund, sind schwarz-weiß, aber es gibt vor allem bei den Faltungen auch ganz starke Farben, die eine unerhörte Lebendigkeit in das Werk reinbringen. Es gibt auch farbige Zeichnungen, die aber schon auch in der gleichen Ruhephase sind, die ich für viele der Zeichnungen trotz ihrer inneren Lebendigkeit in Anspruch nehmen würde. Also das Tolle an vielen Zeichnungen Hans Schimanskis ist, dass sie Widersprüche in sich vereinen. Und das ist eine Qualität, die ich an Arbeiten sehr schätze. Die Besucherinnen und Besucher kommen der zeichnerischen Welt, dem zeichnerischen Kosmos von Hans Schimanski durch diese Ausstellung besonders nah. Sowohl bei den reinen Zeichnungen als auch bei den Faltungen hat man den Eindruck, dem Künstler über die Schulter zu schauen. Sie wirken unmittelbar, extrem lebendig, sehr jung, voller Spannungen.